Hier spricht Ustra, willkommen zurück bei Harvest Moon, deiner Tierparade. Wir gehen nochmal Edelsteine schätzen, denn wir haben eine ganze Menge mitgebracht. Außerdem ein Lapis Lazuli, welches wir auf einer Schatzkarte entdeckt haben. Erstmal schön die Schlange streicheln, so fängt auch jede Folge gut an. Und wir haben noch eine ganze Menge Geld. Die Überlegung ist jetzt wirklich, sich den Kühlschrank zu kaufen, einfach damit wir unsere Werkzeugkiste etwas leerer bekommen. Wäre zumindest eine der Ideen, die mir jetzt einfallen würde. Ich hoffe, wir können hier in Ruhe erstmal ein bisschen was wegschätzen. Ein Bernstein, krass. Und dafür, dass wir meiner Meinung nach eigentlich einen relativ glücklichen Tag haben, bin ich relativ überhaupt nicht glücklich über das, was wir hier finden. Die roten Edelsteine sind so, geht so, komm, was Cooles. Oh, was Cooles? Ein Granat. Scheint ziemlich cool zu sein. Also ich glaube, wir haben doch eher einen Glückstag als alles andere. Ich nehme es zurück. Weil das Ding ist höchst selten. Das Bernstein-Ding ist in einem gelben Edelstein gefunden, okay. Höchst selten lese ich natürlich super gerne. Keine Frage. Leider aber Alteisen gekriegt. Kein Silberstück. Das wäre besser gewesen. Hör auf, dass ich hier die ganze Zeit einschlafe beim Handeln. Wie sieht das denn aus? Ja, wir brauchen jetzt erstmal einen Kühlschrank. Erstmal glaube ich kein Telefon. Ich würde auch gerne auf die Tukan-Insel nochmal gehen, um dort ein paar extra Sachen Loot einzuheimsen. Wenn das denn alles jetzt von der Preisleistung irgendwie möglich ist. So sage ich das jetzt einfach mal. So, deswegen werfen wir jetzt erstmal hier erstmal weg, was wir nicht mehr brauchen. Pilze vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob man solche Sachen einfach halten soll. Ich behalte mal das Lapis Lazuli, weil wir das gerade erst bekommen haben. Und da das von der Schatzkarte kam, bin ich da jetzt einfach mal nett und behalte das erstmal. Ich meine, wir können jeden Cent gebrauchen. Übrigens, Anfang Sommer werde ich mich dazu durchringen, eine eurer Vorschläge, beziehungsweise dann den gewählten Vorschlag, den meistgewählten Vorschlag, jetzt habe ich den richtigen Terminus, den meistgewählten Vorschlag über die, was es jetzt ist, wie das Geld nur heißt, nicht? Das werde ich dann Anfang Ingame Sommer verkünden. Und dann haben wir nämlich auch das vorbei und rum. Und dann ab Ingame Sommer, ich denke mal, könnte man auch anfangen, rauszufinden, welchen welchen Partner wir jetzt heiraten werden. Wir haben jetzt ein paar schon kennengelernt. Wir reden ja immer relativ viel mit den Leuten, gerade mit den Schnipsen, wissen hier und da, auf welche Schnipse man sich einigen kann. Das hört sich also alles ganz gut an. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass wir alle jetzt kennengelernt haben, halt wie, bis auf die Hexe halt. Und jetzt gucken wir mal eben, ich glaube, die andere Schatzkarte mit Herzen und Blumen und Krawatte wird eventuell in der Kirche sein oder im Bürgermeisterhaus. Ich kann mir kaum, Verzeihung, ich kann mir kaum andere Orte vorstellen. Drei Blumen, vier Herzen. Ich meine, eins, zwei, drei Blumen. Ich klicke mal wild durch. Ich weiß ja nicht, was Krawatte bedeutet an der Stelle. Ich glaube, auch hier drin kann ja keine Zeit rumgehen, deswegen kann ich mich mal eben hier so ein bisschen... Ah, wo sind diese komischen Grünsträucher da? Sind das Blumen? Man weiß es nicht. Hi. Und eine Krawatte trägt ja auch nicht. Die Kirche ist von 6 bis 12 geöffnet, von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Komm ruhig vorbei. Wir gucken mal hinten in seinem Häuschen. Aber auch hier ist es eher nicht so. Eventuell dann doch im Bürgermeisterhaus, aber irgendwo in der Stadt muss das sein mit den Blumen und Krawatten und Herzen. Ich meine, was sollte sonst eine Krawatte sein?
Wer trägt denn sonst Krawatte? Sag ich jetzt mal so. Irgendjemand hier, der Krawatte trägt? Nein, niemand. Außer der Bübü-Mann. Ich wüsste wirklich sonst keinen. Vielleicht in seinem Privat... Es wäre krass, wenn das in seinem Privathaus wäre, weil das müsste ja auch irgendwo rumstehen. Vier Blumen. Vier hört sich nach so einer komischen Zahl an. Wir gehen einfach mal hier rein. Vielleicht ist auch Stefan zu Hause. Haus des Bübü's. Event? Yo! Hey! Helft mir! So hilft mir doch einer! Es geht, Hemminger. Hm, ist das etwa Farmstra Bübü, der wieder durch Häuser schleicht? Es ist furchtbar. Ich habe am Lagerfeuer danach gegriffen und dann bin ich stecken geblieben. Nach, noch ein bisschen Zustand festzuziehen natürlich, come on. Hi! Ja, da würde ich auch klatschen. Danke, Farmstra, du hast mich gerettet. Ich dachte, ich müsste den Rest meiner Tage hier verbringen, in deinem eigenen Haus. Scheiße nicht. Das ist deine Belohnung, ein Buch, das von Generation zu Generation vererbt wurde. An wen? Ich kann das nicht annehmen. Nein, es ist schon okay. Ich wollte dir dieses Buch immer schon geben. Wieso? Bin ich dein Sohn? Was ist denn los hier? Sage der Glocke erhalten. Es steht im Bücherregal. Okay. War ich hier eigentlich schon drin und hab nach Rezepten... Hab sein Haus nach Rezepten durchsucht? Ja, nein, vielleicht. Anscheinend. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier gibt es auch keine Blumen und vier Herzen. Das hört sich so komisch an, oder? Ich guck nochmal eben auf die Karte. Drei Blumen, vier Herzen, eine rote Krawatte. Wer hat denn eine Krawatte? Also der Bürgermeister hat ja dieses rote Emblem vorne. Das ist aber eher ein, ja halt, weiß ich nicht, wie man das nennt, ein Anhänger, ein Anstecker. Anstatt eine echte Krawatte. Das ist auch so eine, sowas. Das hat eine Schule, aber jetzt geht keine Kinder zur Schule. Ich weiß noch nicht. Es gibt ja, glaube ich, nur zwei oder drei Kinder hier. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Schade, aber ich glaube, hier war ich auch schon. Auch an einem keinem der Pulte irgendwas mit Fingernägeln reingeritzt, so wie Hexe brenne oder so. Silent Hill, nix. Einfach gar nichts. Gut, dann halt nicht. Rote Krawatte. Milchfest-Ankündigung. Das Milchfest findet am 28. im Frühling in den Flötenfeldern statt. Komm mit deinen Tieren und gewinne tolle Preise. Der Zirkus kommt am 22. jeden Monat. Die Brassbar ist eröffnet. Der Trödelladen hat neue Produkte. Neues vom Ananaswirt. Der Ananaswirt hat neue Produkte. Die Korallenklinik hat neue Produkte. Die Fischerei hat neue Produkte. Die Schmiede hat neue Produkte. Das Schiff kann wieder segeln. Die Brücke wurde repariert. Und willkommen in Harmonika. Also... nichts Interessantes. So, lass uns mal hier ins Rathaus gehen. Gucken, was es hier so gibt. Das mit den Herzen macht mir so zu schaffen. Ich meine... auch drei Blumen, vier Herzen. Das hört sich irgendwie... an, als ob es ein... also, ein bestimmter Ort ist ja sowieso klar, aber... des Bandes, sagt es auch. Also, für mich hört es sich stark nach Kirche an. Hallo, Linda. Morgen.
ein neues Leben anzufangen ist spannend. Jawohl, du sagst es. Habe ich nicht noch? Yep, habe ich. Für dich. Oh, ich mag es. Ich bin so glücklich. Danke. Kein Ding. So, hallo Selina. Ich gehe nach deiner Heimat. Irgendwas, was ich dir mitbringen soll? Es ist so stressig jeden Tag, aber eine neue Umgebung ist immer schön. Wie schön, wenn ich die Blumen in voller Blüte sehe, fühle ich mich so glücklich. Okay. Du hast keine rote Krawatte, oder? Nope. Was für ein Band können die sonst meinen? Also ich meine, die Karte hieß Karte der Flammen. Das war unten bei den Flammen. Und drei Blumen, vier Herzen. Hört sich nach irgend... Und dann noch mit dem Band als... Hört sich irgendwie an, als ob man... Nee, da will ich nicht hin. Ich will dahin. Ich möchte mir nämlich gerne ein Bootsticket kaufen. Ja, ich möchte mir 99 Bootstickets kaufen. Das war mein Plan. Ich meine, okay, man könnte also Bootstickets auf Vorrat kaufen und immer wieder, wenn man mit dem Schiff fahren will, einfach fahren. Guter Plan. Aber gerade nicht so der beste Plan, sage ich jetzt einfach mal so, denn wir haben erstens nicht genug Geld für zwei Tickets. Zweitens reicht mir auch gerade eins. Wo ist das denn hin? Da ist es doch. Guten Tag, junger Mann. Ich möchte gerne ein... Ich möchte gerne Ihr Boot mieten. Das Schiff nehmen? Jawohl. Dann können wir nämlich mal eben ganz kurz... dort die Sachen einsammeln. Mal eben nur mit den beiden Parents reden von Selina. Und mal eben schauen. Und den Pinguin müssen wir natürlich auch anschauen. Und ansehen. Dem geben wir jetzt eine rosa Muschel, damit er uns mag. Das ist der Plan. Weil wir müssen den Pinguin auf unsere Seite kriegen. Auf der Tukan-Insel ist es cool. Ich bin schläfrig und der Pinguin ist warm. Ich reibe mich an seinen Bauch. Er lacht mich einfach aus. Oh, er freut sich über die rosa Muscheln. Hallo. Ich mag den. So, beste Freunde. Pinguin und ich. Mal schauen, was es hier so gibt. Ich bin sehr... Oh, da ist schon mal sie. Das ist sehr cool. Und es gibt ganz viele Segel. Nice. Rosa Muschel. Nice. Ich wusste gar nicht, dass ich bis hier hinten ranlaufen kann. Jetzt ist das einfach so. Und ja, auch hier sollte man eigentlich angeln. Ich habe meine Angel nicht dabei. Weil hier gibt es interessante Sachen. Guten Tag. Hallo. Hi. Hallo, Sonja. Ciao. Zu tun, was du tun möchtest, ist das Wichtigste. Hm. Ein blauer Himmel ist schön, er ist so beruhigend. Hm. So, das ist alles... Das gehört alles zum Inventar des Strandes. Das kann man alles nicht aufheben. Da hinten sehe ich eine Kokosnuss. Wir können auch hier lang. Habe ich das letzte Mal auch gemacht? Oh! Okay, hier ist nur so eine Landzunge. Ich dachte schon, da wäre jetzt noch irgendwas, was ich verpasst hätte. Das wäre nicht gut gewesen. Ich mag auch die Ruhe auf dieser Insel extrem gerne. Die einfach... Hier kann dir nichts passieren. Lass dich zurückfallen. Lass dich einfach auf dieser Insel nieder. Lebe hier, wohne hier. Vergiss alle deine Sorgen. Geh nicht zur Arbeit. Und es verführt dich. Und wahrscheinlich wachst du dann ohne innere Organe auf oder so. Das sah so aus, als ob da was rumliegt. Es ist einfach zu idyllisch. Darf man das so sagen? Bestimmt. Guckt euch das an, wie hier alles im hohen Gras rumliegt. Ich bin einfach gespannt, wie viel das einfach an Kohle gibt. Ich werde heute mal alles, was ich auf der Tukan-Insel... Oh, nice. Alles, was ich auf der Tukan-Insel finde, werde ich weggeben. Außer eine Ananas, die werde ich an... Ist das keine Banane? Nein? Okay, die werde ich an Selina geben. Damit sie sich ein bisschen an ihre Heimat erinnert fühlt. So, hier ist sonst auch nichts mehr. Sehr gut, nur noch Pandas. Wo ich mich auch immer wieder frage, wie können die Junge haben? Es gibt einen erwachsenen Panda und einen
Babypanda, ich habe mal eine ganze Menge gelernt, wenn man sich so mit Schnipsen auseinandersetzt. Und eine Sache, die ich gelernt habe, man braucht für manche Dinge zwei. Damit Dinge passieren und funktionieren. Ihr wisst schon. Schnick, Schnack und so. Naja, egal. Ist einfach so. Der andere Panda-Papa, der Panda-Papa ist Zigaretten holen gegangen. Irgendwo. Ist einfach ins Meer gesprungen und geschwommen. Ich wurde nie wieder gesehen. Okay. Oder mit dem Bärenpapa von der Garmone-Mine eine WG gegründet. Oder so. Kann ja sein. Ich meine, Dinge passieren. Oder was meint ihr? Ist das jetzt unsere Geschichte? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Du hast coole Sachen. Zum Beispiel Bananasplit. Außerdem hast du Bananenmilch, Ananassaft, okay. Die Frage ist, wenn ich kein Rezept kaufe, kann ich die Sachen trotzdem machen? Ihr sagtet ja, das wäre möglich, wenn ihr mir einfach sagt, was ich als Rezept machen könnte. Dann kann ich das lernen, ohne das Rezept zu haben. Ist die Frage, ob er mir das dann auch speichert als Rezept oder ob ich mir das jedes Mal wieder aufs Neue merken muss. Wenn es das Letztere ist, dann kaufe ich die ganzen Rezepte. Logischerweise. Auch weil die nichts kosten. Und ich einfach nur zu faul bin, viel Geld zu machen. Das wird sich aber ändern. Weil, ihr wisst ja warum. Ja, ich möchte das Schiff zurücknehmen. Hör auf, mich zu fragen. Ich war nur ein Kurzbesuch, um die Insel auszubeuten. Du weißt doch, wie das ist. Komm. Mit seinen natürlichen Schätzen und Reichtümern. Ich meine, ich habe der Insel die einzige Tochter genommen und alle Wertsachen. Und bald auch den Pinguin. So. Dann wir mal zurück. Wollte schon sagen, Event? Nö, hier stehen nur die Jungs rum. Hi, Jungs. Hallo. Ich finde, an diesem Ort hier lässt es sich angenehm leben. Der Fisch ist lecker und die Menschen sind sehr nett. Das stimmt. Jetzt, wo sie auch weniger Probleme haben, geht's auch wieder. Hi. Hallo. Angelst du? Du solltest das ab und zu tun, um deine Fähigkeit zu verbessern. Habe ich doch. Ist doch Level 2 jetzt geworden, oder nicht? Meine ich doch. Oh nice, jetzt kann ich dir... Also ich glaube, ich schenke dir eine Ananas. Das ist glaube ich, eine ganz coole Idee. Bitteschön, komm mal hier. Hallo. Darf ich das wirklich haben? Danke. Na sichi. Steck ein, den Scheiß. So, und für dich habe ich... Ich gebe dir eine rosa Muschel, weil, komm. Muss reichen. Hi. Danke. Wie läuft es? Mach nicht zu schnell, bevor du dich eingewöhnt hast. Ja. Geht es dir gut? Nein, ich bin schläfrig. Die Blumen blühen überall. Ich fühle mich so zu ihnen hingezogen. Überall also. Weißt du, wo es 3 Blumen gibt und 4 Herzen und... Was willst du von mir? 3 Blumen, 4 Herzen und... eine Krawatte. Wie soll das helfen? Tu es einfach. Kantatenviertel? What? Stand das da? Ich dachte, da geht's zur YOLO-Farm. So, ich werde auf jeden Fall speichern gehen. Für diese Folge haben wir ganz gut Geld gemacht und Dinge erreicht und sind halt rumgelaufen, was wir dazu gemacht haben, Zeit verschwendet, haben darüber gesprochen, wie es weiter werden kann und ja, stimmt ab in den neuen Abstimmungen, die es jetzt gibt, für natürlich wieder die nächste Werkzeugverbesserung, die nächste Hauserweiterung, was wir zuerst erweitern sollen in unserem wunderbaren Haus. Welchen männlichen Rivalen wir besser kennenlernen sollen und ich glaube, das war es erstmal. Wenn ich was vergessen habe, hier zu erwähnen, steht es auf jeden Fall auf der Website unter Umfragen oder auch in der Videobeschreibung unter Umfragen. Tobt euch aus, ich bin mir sicher, ihr habt viel Spaß beim Abstimmen und ihr habt viel Spaß dabei, beim nächsten Mal wieder reinzuschalten. Das würde mich nämlich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.